Was ist deine Meinung? Ja, das ist ja angeblich, das sind jetzt ja Volksvertreter schon im Parlament. Also das Volk ist ja angeblich schon vertreten. Ja. Allerdings, naja, wenn man diese Parteiendelegationen sich anschaut, ja, also jetzt neulich war zum Beispiel von der AfD, habe ich mitbekommen, die wollten quasi eine Mitgliederbefragung machen, weil es da Streit gibt mit dem Vorsitzenden und so weiter. Und da war auch eine digitale Befragung, wer denn eine Versammlung oder wie das da heißt, haben will, so ein Parteitag. Und da haben sich genügend gemeldet. Zwar waren 46 oder wie viel, über 60% dafür, die sich gemeldet hatten. Allerdings hatten nur, glaube ich, 20% abgestimmt, obwohl das digital möglich war. Ja, also das allein reicht nicht, das sicherzustellen, dass wir irgendwo eine demokratische Sache irgendwie haben. Also dieses Digitale allein ist es sicherlich nicht. Ja, also ich will mal das so einwerfen. Und das habe ich jetzt so außer jetzt von mir so noch nicht gehört. Ja, meine Sache ist immer, mein Kanal heißt ja nicht ohne Grund Wirtschaft, Information, Meinung, Freiheit. Und insbesondere die Information, die bezieht sich nicht auf meine Information, sondern auf die staatliche Information. Und da muss Transparenz herrschen. Das ist meine Auffassung. Transparenz. Ja, und nicht diese Verschleierung und Geheimniskrämerei und so weiter, sondern wenn der Staat, also die Volksvertreter oder alles, was diese Machtdelegation anbelangt, das braucht Transparenz. Transparenz brauchen wir da. Ja, das ist ganz wichtig, dass die Leute eine Möglichkeit überhaupt haben, auf einer Grundlage zu entscheiden. Ja. Das ist erstmal sichergestellt werden. Und da hängt sehr, sehr, sehr viel dran. Ja, das ist meine Auffassung. Unter einem vorangegangenen Video von mir, das war das Interview mit der Beate Bahner, der Rechtsanwältin aus Heidelberg, hat jemand geschrieben, wie ist denn das? Also der Bundestag legt fest, wenn diese Notlage, diese epidemische Notlage vorhanden ist. Und dann habe ich dann auch nochmal geguckt und auch nochmal mit der Rechtsanwältin, der Frau Bahner, haben wir da geguckt. Und, ja, also wenn ich zum Arzt gehe, ja, der stellt eine Diagnose. Ja. Ich weiß nicht, wie bei Heilpraktikern, ja, da muss man irgendwie ein Medizinstudium haben, ja. Aber wenn eine epidemische Notlage ist, ja, das stellt der Bundestag fest. Ohne, die müssen keine Grundlage haben. Das steht da gar nicht drin. Das steht nicht drin, irgendwie eine Grundlage. Nein, die stellen es fest. Der Satz lautet, der Bundestag stellt fest, die epidemische Notlage fertig. Gut, da kommt noch viel drunter, aber der Satz, der steht. Ja. Ja. Alle Bundestagsabgeordneten sagen, wir haben diese Notlage oder die mehr als die Hälfte, dann ist das Grundgesetz ausgehebelt. Ja, und jetzt, während wir da gesprochen haben, eigentlich habe ich jetzt die Motivation, wirklich jeden einzelnen dieser FDP-Abgeordneten einzeln anzurufen und denen wirklich hinterher zu telefonieren und am liebsten denen vors Büro steigen und sagen, hallo, wie ist denn das? Wie ist denn das hier? Keine Notlage? Also, Sie haben das da mitgetragen und auch nicht widersprochen. Ja, so muss das laufen, ja. Weil Recht haben reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht auch nicht, was weiß ich, ein YouTube-Kanal von der Claudia, dass das völlig zulässig ist, was sie da macht für ein Video. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn so und so viele Leute sagen, das ist irgendwie gegen die Community-Standards, dann wird das Video gelöscht. Ja, oder selbst bei Strafanträgen bei einem Staatsanwalt. Wenn dann einer eine Strafanzeige stellt, ja gut, kann man auch mal zur Seite wischen. Aber wenn das viele machen, plötzlich ist ein öffentlicher Druck da, plötzlich ist das ein anderes Recht. Also da fehlen einem echt die Worte. Und deswegen brauchen wir noch mehr Druck, mehr Öffentlichkeit und dass das wirklich vorangeht. Und jetzt müssen wir da dranbleiben, uns festbeißen an diesen FDP-Abgeordneten. Das fällt mir jetzt gerade ein, während wir sprechen. Ja, ich wollte mal auch zu dir sagen, nochmal, Claudia, wir haben jetzt so eigentlich privat hier irgendwie oder so die E-Mails. Ich glaube, du bist im Fokus, weil du
Ex-ARD oder ZDF in diesem Dings warst. Dadurch hast du so eine besondere Glaubwürdigkeit, die man dir zuschreibt. Und allein deswegen schon, ja, allein deswegen attackieren sie dich jetzt, ja, weil du dazugehört hattest und dadurch eine Glaubwürdigkeit hast und deswegen wirst du jetzt hier attackiert. Und trotzdem musst du weitermachen, auch wenn du diese Steine in den Weg gelegt bekommst, ja. Weil du hast dann quasi auch eine gewisse Verantwortung, wenn du da aus diesem Dings da rauskommst, ja, und sagst, ja, so, und das hast du, du nickst auch, ja. Manche habe ich so den Eindruck, ja, die halten sich so ein bisschen zurück, ja, die haben irgendwann mal den Kopf rausgestreckt und merken, oh, jetzt kriege ich hier Gegenwind, und dann, ja, so, also gehen wir zurück, ja. Da gibt es hier in Heidelberg-Anheim, gibt es da so einen Sänger, den ich jetzt nicht näher... ich weiß, wen du meinst. Den finde ich auch ganz toll. Der hat sich irgendwann mal geäußert, hat dann irgendwie einen Telegram-Kanal, aber das war's dann. Ja. Hat 2, 3 Interviews im Internet irgendwas gegeben, ja. Aber es ist ja auch nicht leicht, Jürgen. Also, ja, aber okay, für mich, ich bin auch niemand. Für mich ist es noch viel weniger... Wer wäre denn sonst, wenn nicht die Leute, die eine Glaubwürdigkeit irgendwie... irgendwie wahrgenommen werden, ja. Ich hatte mich ja bei dem, als das jetzt herwischen möchte, es ist eigentlich zur Bequemlichkeit der Eltern und der Gesellschaft, es ist bei uns auch vollkommen normal, dass Babys so eine Pampers-Plastikwindel mit, weiß ich nicht, Zellstoffe, was Zellulose drin tragen müssen. Ein Einwurf und es ist auch keine gesetzliche Pflicht, Pflicht. Ja, das Baby muss keine Windel tragen, wenn die Eltern, die Windel oder eine andere, die Stoffwindel oder die Plastikwindel, ist kein Gesetz, ja. Wenn ich sagen würde, okay, ich möchte meine Umwelt schützen mit einer Maske, dann sollen die das gerne tun, ja. Die 0,01% oder wie viel da krank sind angeblich, ja. 8.000 von 80 Millionen, ja, dann sollen die das machen. Aber es ist ja eine Pflicht, ja, es ist ja, wird ja gezwungen, ja. Das ist ja auch, also das ist völlig... In Deutschland ist es eine Pflicht. Ja. In den Niederlanden ist es genau das Gegenteil. Frankreich, in der Schweiz, weiß ich, ist es einfacher. In Österreich, Polen, wie es um uns rum ist, ich habe es jetzt noch nicht ganz so verfolgt. Aber hier scheint es, wenn du da... Also es ist... Es ist eine Pflicht ohne jede Grund und sonst nichts. Um das mal mathematisch zu erläutern, also wenn du erwähntest eben, Viktor, die Zahl von 500.000, wenn der Test an sich zu 99% richtig testet, aber sagen wir mal, wir haben 500.000, dann ist eben 1%, dann sind es 5.000 alleine, die dadurch positiv getestet werden, weil das eben 99%, weil das eben dieses 1% von 500.000 ist, dann haben wir 5.000 sind dann allein schon deswegen positiv, ja. Da brauchen wir gar keine, das sind die falsch Positiven, schon statistisch gesehen. Der Test an sich zeigt zu 99% richtig an, aber wenn die Verhältnisse eben so sind, die Basis eben entsprechend mathematisch gesehen so groß ist und im Nenner, oder beziehungsweise der Nenner und dann, also der Bruch, ja, quasi entsprechend gestaltet ist, dann haben wir eben da diese Falsch-Positiven. Je mehr wir testen, das ist einfach, jeder Mathematiker weiß das, kann das erklären, Statistiker, ja, 500.000 mal 1%, das sind eben 5.000, ja. Und wenn du 80 Millionen testest, dann hast du 8, du rechnest jeder selber aus, nochmal 800.000. Leute, also in Graz, ich spreche jetzt von Graz, da waren eigentlich so 40 bis 60 Personen immer. Und dann gab es eben eine Black Lives Matter Demo und da waren über 4.000 hinkommen. Also das habe ich auch interessant gefunden. Ohne Maske. Es hat Masken gegeben, zum Teil, aber es waren, überhaupt kein Abstand, ist gar nicht möglich gewesen. Und mit Randalen. Aber,
Nicht alle haben Maske getragen, aber es gab welche, die getragen haben, aber Abstände waren gar nicht möglich, weil es einfach so viele Menschen waren auf so einem engen Platz, das war gar nicht möglich, Abstand zu halten. Ja. Es ist zwar gestanden bei der Polizeiauto, um Abstände einhalten, aber das geht ja gar nicht. Also das ist ja, wenn ich da mal einhaken darf, das ist ja der Hohn für alle Friseurgeschäfte, Fitnessstudio-Betreiber, Restaurants-Betreiber, und was für alle Geschäftsbetreiber, die es überhaupt gibt, in jeder verschiedenen, in jeder unterschiedlichen Facette und alle Mütter, die ihre Kinder irgendwie zu Hause haben, die Schüler, wirklich alle Menschen in der kompletten BRD, aber für diese Black Lives Matter, da darf man demonstrieren auf die Straße und da ist alles gut. Da kann dann ein Cem Özdemir, da sagt er einmal so und jetzt für die anderen ist es so, ja, die einen für die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, das sind ganz, ganz schlimme Leute, weil sie rücksichtslos sein, aber da ist es möglich. Also das ist alles ein Riesenwitz. Da gibt es ja auch noch so andere Leute, die da unterschiedlich das dann bewertet haben, ja. Also jetzt müsste ja quasi, ich weiß nicht, ist es jetzt schon 2 Wochen vorbei, jetzt müsste ja quasi der große Outbreak kommen, ja, wenn das alles so stimmen würde, ja, weil da waren ja alle auf der Straße eng beieinander, also jetzt müsste jetzt eigentlich die Riesen-Corona-Welle jetzt kommen, ja, wann war es, am 16. oder wann, wann war es, ich weiß gar nicht mehr, wann war das, vor einer Woche oder vor 2 schon? 10 Tage, ne? Vor 10 Tagen, ja. Also quasi am nächsten Wochenende, da müsste jetzt die Zahlen jetzt wirklich so langsam aufgehen. Da kann ich jetzt was einblenden. Ich habe das nämlich gerade probiert, das ist neu. Das muss ich jetzt gerade mal zeigen, wenn es geht. Nee, es geht jetzt. Ja. Also dieses Robert-Koch-Institut mit den Fällen. Aber wir waren bei Black Lives Matter, der George Floyd, oder wie er heißt, oder hieß, der hat ja auch Corona gehabt. Also von der Statistik, wenn man von der Methodik vom RKI ausgeht, ist er ein Corona-Toter. Ganz ohne Ironie, das muss man auch so sagen. Ja, ist so. Das ist ein Corona-Toter. Das tut man, also, ja, okay. Ja. Ich habe auf einer Demonstration, da war mal in Heidelberg, da hatte ich ein Gespräch mit 2 Damen und da hieß das da gibt es eine Großtante, die ist gestorben. Und da hatte ich so aus erster oder beziehungsweise zweiter Hand direkt, ja, hatte ich gesprochen, war 93 Jahre alt und so ist gestorben. Da war vorher nie von Corona die Rede. Plötzlich ist er dann gestorben. Plötzlich war dann im Totenschein gestanden Corona, weil ein Rachenabstrich irgendwie genommen hat. Unter anderem hatte sie Corona, ja. Also es ist wirklich, das Video wurde übrigens auch gesperrt, ja, aber das nur am Rande. Ja, also es ist nicht lustig. Ich habe nicht gelacht dabei. Aber so ist die Systematik hier in der BRD. Ja, so ist die Systematik. Ich kann kleinen Bildschirm, aber ihr seht, das ist vom RKI. Und das unten rechts, das sind die infizierten Fälle, angefangen von Anfang März. Und das kann ich jetzt hier größer machen, wenn man das sehen kann. Ja. Hier sieht man noch klein, Anfang März, am Anfang und am Ende, das ist ganz aktuell. Und jeder Balken ist ein Tag, ja, wo wir jetzt sind. Ja, das sind die angeblich, das ist die Notlage, in der wir uns im Moment angeblich befinden. Weil, wie Viktor sagt, 500.000 Testungen, ja, haben wir dieses Ergebnis jetzt, ja. Dr. Schiffmann so schön sagt immer, diese Welle ist vorbei. Punkt. Ja, wo ist die? Ja, gut, wenn das so schlimm gewesen sei, ja, dann muss man sagen, okay, dann vielleicht, wenn das wirklich die Krankheit so schlimm war, dann vielleicht dann Mitte März, ja. Genau. Aber da ging es ja schon abwärts, als dieser ganze Mist angefangen hat. Genau. Diese ganze Maßnahme. Genau. Ja? Da war, glaube ich, Ende März. Und eins habe ich vergessen zu sagen. Diese epidemische Lage, die vom Bundestag einfach so festgestellt wird, ohne jegliche Voraussetzungen, die Grundrechte werden aufgehoben, ohne jegliche Voraussetzungen, die dauert an, die wurde ja nicht befristet. Das heißt, laut dem Infektionsschutzgesetz, Paragraph 5, glaube ich, war es, irgendwo auf jeden Fall steht das, dass die automatisch erst aufgehoben wird nach einem Jahr. Das heißt, erst im März, Ende März 2021. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Mir wurde es erst jetzt diese Woche klar, beziehungsweise klar gemacht, weil ich mich unterhalten hatte, ja, darüber mit
einer gewissen Rechtsanwältin aus Heidelberg. Ja, ja genau. Und zu dem Kommentar, das ich da eingeblendet habe, es hat da schon wieder Schwierigkeiten gegeben beim PC. Also er hat halt geschrieben, es wurde ja genauso bei den Corona-Kundgebungen genauso gehandhabt, ohne Maske, ohne Abstand. Ja, der Unterschied ist heute halt ja, erstens einmal waren da nicht so. Also in Heidelberg. Uni. Ja, bitte. Ich weiß, dass aus Heidelberg, das gibt es ja auch Demonstrationen fast jede Woche, also jetzt machen wir eine Ausnahme. Da gibt es 12 Seiten Auflagen, da werden die Leute begrenzt, wer da kommen darf, ja. Also so und so viel, mehr nicht, ja, mehr nicht und nicht irgendwie 500 und da sitzt plötzlich 50.000 oder was oder es sind 200, dann sind es 5.000 oder so, ja, nein, da wird es aufgelöst, ja, da wird dann mit der Kamera rumgegangen von der Polizei, da wird nicht vorher wie in NRW, wird dann nicht vorher gesagt, wir schalten alle Kameras aus, gab's für komplett NRW, Polizei sagt, wir schalten die Kameras aus, nein, da war eine Drohne, ja, die Veranstalterin, die hat ein Bußgeldverfahren am Hals, ja, immer wieder heißt, hier hat ein Ordner die falsche Farbe von der Weste, ja, und so und dergleichen, ja, und also das ist natürlich Käse und jede Veranstaltung, die hat eben Schutzmasken und so weiter und da gibt es auch Vergleichsbilder, Stuttgart, da stehen alle, bevor diese Anschläge waren, da stehen alle wirklich in Abstand, wirklich. Und da, als diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demo war und dann eben bei dem BLM, ja, da war es alles überhaupt kein Problem. Es war auch kaum irgendwie in der Zeitung groß. In der Tagesschau habe ich die Bilder gesehen, wie eng die beieinander standen. Okay. Jede Meldung ist eine totale Hammermeldung eigentlich heutzutage. Man kann so als, wenn man so journalistisch tätig ist, wie ich jetzt hier, da kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen, weil das ist der totale Wahnsinn, was hier im Moment abgeht. Ja, also ich habe auf Demos jetzt auch schon mehrfach die Polizei aufgefordert, politisch neutral sich zu verhalten und eben nicht dieses zweierlei Maß anzuwenden. Das wollte ich sagen. Also das Problem war ja das, bei den Black Lives Matter Demos gab es keine Übergriffe von der Polizei, so wie das eben bei den Corona-Demos teilweise passiert ist, wo die wirklich massiv eben auf die Demonstranten losgegangen sind. Also teilweise sogar auf alte Menschen und das habe ich schon sehr schockierend empfunden. Die Frau Barbe, die DDR-Rechtler, ich glaube, sie hieß Barbe, also auf jeden Fall diese DDR, die da auch schon in der DDR aktiv war, wurde von mehreren Polizeibeamten brutal weggeführt, ja. Und aua, hat man gehört und dergleichen, ja. Und aber das hat man von diesen ganzen BLM-Demos nicht gehört. Ja, aber das ist ja alles gesteuert, das ist gewollt, ja. Man muss aufpassen, ich will jetzt nicht zu viel sagen und so weiter, aber was mir wirklich Sorge bereitet ist, sind auch jetzt, wenn Denkmäler fallen, ja, ich sag mal, Karl Marx war ja auch irgendwie ein Rassist, ja, aber die Statue von Karl Marx, da ist nie die Rede von, nein, Bismarck, ja, und was weiß ich noch alles, wer da alles ist. Aber es geht darum, ja, da geht es auch darum, eben die Kultur zu zerstören. Hat man so den Eindruck? Ja, hat man den Eindruck? Beweisen kann ich es nicht. Ja, also der Eindruck ist das schon sehr stark. Ja. Ja, interessant ist ja vor allem auch, welche Statuen da zerstört werden. Teilweise wissen die ja gar nicht, was die da zerstören. Zum Beispiel Abraham Lincoln Statue haben sie zerstört oder Mahatma Gandhi, der ja eigentlich gegen die Apartheid in Südafrika gekämpft hat und alle möglichen anderen Berühmtheiten oder vergangene Berühmtheiten wie Shakespeare, Mark Twain und so, Immanuel Kant. Ja, die sind jetzt alle auf der schwarzen Liste sozusagen. Ja, ja. Also, es geht darum, die Kultur zu zerstören, so wie in Syrien da diese uralten Städten, von Jahrtausenden alten Städten, so kommt mir das vor hier, auch die Kultur, sich die Hand zu geben, ja, ins Gesicht zu schauen, das wird alles zerstört hier im Moment, ja. So soll man sich jetzt begrüßen, ja. Also, habt ihr sie noch alle hier? Sage ich jetzt in Richtung Politik. Und diese
dieser Bildersturm, der lässt nichts Gutes vorausahnen. Ja. Also so etwas hat es ja immer mal wieder gegeben und da kam normalerweise nichts Gutes hinterher. Nee. Es hat ja schon, gut, gerade auch wenn YouTube, Zensur und so weiter, die digitale Zerstörung, da gab es ja auch das Buch jetzt von Bhakti, was erstmal ein Problem war, dass er das überhaupt veröffentlichen kann, das E-Book, ja. Jetzt kann man das Hardcopy kaufen, aber das E-Book wurde verhindert, ja, damit es im Jahr nicht so viel Verbreitung findet. Er hätte es verschenken sollen, aber gut, weil das hätte dann noch mehr Verkäufe gegeben, im Hardcopy wahrscheinlich. Aber gut, werden ja auch Bücher verbrannt, digital, ja. Und meine Videos, wenn die nicht veröffentlicht werden oder wenn die zensiert werden, das ist ja quasi auch ein bebildertes Buch quasi. Das ist ja auch eine Bücherverbrennung. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, ja. Irgendwann fehlen einem die Worte, man redet sich den Mund fusselig, ja. Und ja, also was soll man da noch groß sagen? Also ein Hammer nach dem jagt den nächsten, ja. Also man kann den ganzen Tag Videos eigentlich machen hier auf YouTube, weil der Stoff geht einem nie aus. Ja, 24 Stunden könnte man hier senden. Ja. Oder jede Woche ein neues Demo-Plakat. Ja, genau. Es ist ja totaler Wahnsinn, was hier abgeht. Und andere finden das irgendwie normal. Die laufen dann auf der Straße. Ich sehe das ja auch. Ich habe sogar eine Joggerin gesehen mit Maske. Auf freiem Feld. Auf dem Feldweg. Eine Joggerin, dachte ich, okay. Da sehe ich, die hat eine Maske auf. Also, kein Schwein an der Kreuzung, so auf dem Feldwegkreuzung sehe ich die da. Also ich habe so innerlich, bin ich so in mich gegangen. Also, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, entweder du willst gesund, irgendwie du. Nein, also sie ist mit der Maske, hat die gejoggt. Ja. Ja, gut. Jeder wie jemand. Aber was ich sagen wollte, also zurück zum Thema Black Lives Matter, da gab es ja ganz viele Plünderungen. Und da hat es immer dieses Argument gegeben, dass das ja die Ungerechtigkeit wäre und weil sie so benachteiligt wären, die Schwarzen, deswegen gibt es jetzt diese Plünderungen. Also es wurde versucht, das Ganze irgendwie noch positiv hinzubiegen und als legitim eben abzustempeln, was auch ziemlich arg in meinen Augen war. Gab auch viel Gewalt, auch gegen Menschen. Und dann habe ich so Aussagen gelesen auf Twitter, teilweise sogar von Politikern und von bekannten Persönlichkeiten, eben, dass es keinen Rassismus gegen Weiße geben kann. Es gibt nur Rassismus gegen Schwarze, also ein Rassismus gegen Weiße ist gar nicht möglich, weil der existiert nicht. Man kann nicht rassistisch gegenüber Weißen sein. Nein. Das denke ich mir dann auch, was ist mit Südafrika? In Südafrika gibt es sehr viele Probleme, was jetzt zwischen Schwarz und Weiß sind. Natürlich nicht überall, aber es gibt halt Gebiete, wo es echt gefährlich ist, besonders für die weißen Farmer. Und da war jetzt auch vor kurzem ein Fall, da wurde ein Österreicher regelrecht abgeschlachtet. Also die Polizei hat gesagt, sie konnten den Verwandten nicht mehr zumuten, ihn zu identifizieren, weil er so wild ausgeschaut hat. Also dann kann man sich vorstellen, der hat dort gelebt mit seiner deutschen Verlobten und hat dort so eine Würstelbude gehabt, so ein Imbisslokal. Und ja. Wo war das? Das war in Südafrika. Und der ist halt schon in den 70er Jahren nach Südafrika ausgewandert, aber es hat sie, das habe ich auch öfter jetzt schon gehört, also von Leuten, die was teilweise in Südafrika mal gelebt haben und wieder zurückgekommen sind. Also die Stimmung hat sich sehr stark verändert in den letzten Jahren. Das wird ja alles positiv, auch von den, das wird ja von den Medien, das sind ja die Wahnsinns, es sind Wahnsinnslügen unterwegs, ja. Also wie toll ist, man hört ja gar nichts von in den Medien, was da in Südafrika wirklich abläuft, wenn dann, was weiß ich, die Farmer zum Beispiel da, wenn denen das Land weggenommen wird, also weißen Farmern,
und dann Schwarze das bewirtschaften sollen, ja, dann liegt das dann ab sofort dann brach. Ja, selbst mit Millionen Unterstützung, wie ich jetzt wieder da mir nochmal vor Augen führen durfte. Ja, also die produzieren keine Nahrungsmittel mehr oder nicht mehr so viel wie früher. Ja, das geht alles kaputt. Ja, also da fehlen einem die Worte und man hört nichts, sieht nichts und Hauptsache, ja, also wird alles so hingedreht. Also es wird eigentlich, man darf eigentlich den Fernseher gar nicht anmachen, weil so viel gelogen wird. Also fehlen einem die Worte. Ich kann es gar nicht beschreiben. Die Verzerrung durch die Medien ist wirklich das Schlimmste und so ein richtiges Grundübel. Ne? Dass ich es noch erlebe, dass eine Bevölkerungsmehrheit über diese Ergüsse dieser Taz-Autorin ebenso verständnislos den Kopf schüttelt, wie eben in den 50er oder 60er Jahren über entsprechende Texte aus dem Dritten Reich. Ja, aber zu dem, was der Jürgen gesagt hat, es gibt ja so einen Spruch, alle sind gleich vom Gesetz, aber manche sind halt gleicher. Ja. Ich glaube, so kann man das ganz gut definieren. Ja, in verschiedenen Aspekten, auch mit der Maskenpflicht. Die FDP war ja zum Beispiel, weil das vorher auch das Thema war, war ja vorher auch in den Medien. Und da gab es auch, ich sehe jetzt gerade diese Frage, aber da gab es auch der Lindner, Christoph Lindner, glaube ich, heißt er, der FDP-Mann, der hat dann auch irgendwelche Leute da umarmt und die standen alle eng beieinander im Bundestag und die dürfen das ist überhaupt kein Problem, ja, also. Besonders krass war das übrigens mal in Peking, gab es vor ein paar Wochen mal ein Bild, da war das Zentralkomitee, also die Regierung, die saß in diesem Riesensaal, komplett ohne Maske und die einfachen Abgeordneten, die mussten alle eine Maske tragen. Ja, ja, das ist halt so wie man sich vorstellt, so wie in China. Deshalb trifft sich Merkel ja auch häufig mit den Chinesen. Ich habe gestern recherchiert oder vorgestern, Indien hat übrigens genauso viele Einwohner wie China, aber von Indien hört man gar nichts. Ja? Okay. Und die sind auch gut, passiert auch sehr viel zum Beispiel, also soweit ich weiß, ja, also, aber alle schauen da auf China. Das ist schon auch interessant, ja, was da alles so abgeht, ja. Also.